Herr Professor Binninger, das Handelsforum Erding steht in diesem Jahr unter dem Motto Nachhaltige Innovationen im Handel, Entwicklung, Trends und Perspektiven. Was macht für Sie ein innovatives Geschäftsmodell im Handel aus? Innovative Geschäftsmodelle, nicht nur im Handel, zeichnen sich dadurch aus, dass ein Unternehmen eine echte Nische besetzt. Eine echte Nische ist vor allen Dingen aus Sicht des Kunden zu sehen, aber auch aus Sicht des Wettbewerbs, sodass ein Unternehmen zumindest einen zeitlichen Wettbewerbsvorsprung hat und so sich gegenüber den Wettbewerbern abheben kann. Echte innovative Geschäftsmodelle aus jüngerer Geschichte, gerade im Handel, gab es einige, aber das Paradebeispiel ist, denke ich, nach wie vor eBay, das ja mit einem völlig neuen Geschäftsmodell aus einer traditionellen Versteigerungsidee heraus geboren worden ist und das mittlerweile in verschiedensten Ablegern auch Nachahmer gefunden hat und so eigentlich eine völlig neue Plattform des Handelns im Internet erfunden hat. Und müssen Innovationen messbar sein? Innovationen messen sich am Erfolg des Unternehmens beim Kunden. Das ist eine relativ einfache Messung. Nicht erfolgreiche Innovationen verschwinden auch automatisch wieder vom Markt. Das ist die Evolution, die auch in der Unternehmenswelt nach wie vor vorhanden ist. Und weshalb wird zunehmend nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen im Handel gefragt? Also es gibt ja kaum eine Branche, die so nah am Kunden ist wie der Handel. Diese Unmittelbarkeit der Kundenbeziehung führt natürlich dazu, dass auch gerade Handelsunternehmen gesellschaftliche Strömungen sehr schnell aufnehmen und natürlich auch ganz anders reagieren können auf solche Veränderungen und auch reagieren müssen. Und das zeigt sich natürlich dann auch in einer besonderen Verantwortung, solche Strömungen nicht einfach zu ignorieren, sondern sie eben auch umzusetzen, auch weiterzugeben an Herstellerunternehmen, um so dann letztendlich auch diesen Veränderungen gerecht zu werden. Und was sind für Sie die wichtigsten Herausforderungen im Handel derzeit? Also für mich sind es drei wesentliche Aspekte. Das eine ist natürlich die sich nach wie vor immer noch beschleunigende Digitalisierung der Handelsprozesse, der Geschäftsprozesse. Das zweite ist der demografische Wandel. Und das dritte sind natürlich logistische Herausforderungen. Wenn ich nochmal bei dem ersten kurz ansetzen darf, die Digitalisierung der Geschäftsprozesse hat natürlich auch ihre Ursachen im Internet und die Ausläufer sind natürlich die ubiquitär verfügbare Möglichkeit für Konsumenten, Produkte zu kaufen. Das führt natürlich auch zu einer unglaublichen Informationsflut für die Konsumenten und hier greift auch vor allen Dingen die Sortimentsfunktion des Handels auch im Internet dort entsprechend den Suchaufwand eines Konsumenten zu reduzieren. Diese ubiquitäre Verfügbarkeit führt natürlich auch dazu, dass Multi-Channel-Strategien momentan das Angesagte sind im Handel. Das heißt, man muss sowohl im stationären Handel, im Laden oder auch im Internet eben seine Produkte anbieten. Und der zweite Punkt, das ist der demografische Wandel, der sich natürlich nicht nur auf der Kundenseite niederschlägt. Die Kunden werden nicht nur immer älter, sondern auch der qualifizierte Nachwuchs ist natürlich auch für die Unternehmen von besonderer Bedeutung. Der Handel lebt nach wie vor von dem Human Factor, auch in einer digitalisierten Welt. Und insofern ist qualifizierter Nachwuchs ein ganz wichtiger Aspekt im Handel. Und das Dritte ist natürlich, wo ich ubiquitär verfügbare Einkaufsmöglichkeiten habe, dann will ich auch schnell verfügbare Ware als Kunde haben. Und das ist natürlich die logistische Herausforderung, die dahinter steht. Und weshalb kommt gerade dem Einzelhandel eine Schlüsselposition zwischen Konsument und Produzent zu? Also gerade durch diese Nähe zum Kunden hat der Handel natürlich
einen viel engeren Draht, ein viel engeres Ohr am Kunden und kann hier natürlich veränderte Konsumentenwünsche unmittelbar aufnehmen und auch an die Herstellerunternehmen weitergeben. Händler sind ja dafür bekannt, dass sie radikal auch auslisten, wenn Produkte nicht laufen. Also auch das ist natürlich ein Effekt, den der Händler dann unmittelbar zu spüren bekommt. Aber soweit der Hersteller, Entschuldigung. Aber soweit muss es ja nicht kommen, sondern der Händler nimmt natürlich Kundenveränderungen viel schneller wahr und gibt sie auch weiter. Und wie können im Handel nachhaltige Innovationen besser vorangetrieben werden? Welche Rolle hat in diesem Zusammenhang die Hochschule hier für angewandtes Management, insbesondere Schwerpunkt Handelsmanagement? Also Innovationen leben ja in erster Linie von Ideen und Ideen müssen natürlich auch irgendwo weitergetragen werden. Da ist Forschung angesagt. Die Hochschule für angewandtes Management ist bekannt dafür, dass sie anwendungsorientiert und praxisnah Forschung betreibt und diese Forschungsergebnisse auch den Unternehmen zur Verfügung stellt. Und auch dieses Handelsforum, das wir jetzt heuer veranstalten, ist eine Austauschplattform zwischen Wissenschaft und Praxis, natürlich auch mit dem Ziel, innovative Ideen untereinander auszutauschen und so das Handelsthema voranzutreiben. Und wie lange gibt es das Handelsforum schon? Was gab es für Schwerpunkte in den vergangenen Jahren? Das Handelsforum gibt es jetzt dieses Jahr das dritte Mal. Das erste Handelsforum war unter dem Motto Customer Experience in einer digitalen Welt, also das Spannungsfeld zwischen E-Commerce und stationärem Handel. Das zweite Handelsforum stand unter dem Motto strategische Geschäftsfelder im Handel. Und das heurige Handelsforum steht unter dem Motto nachhaltige Innovationen im Handel. Und wer soll durch das Handelsforum angesprochen werden? Das sind in erster Linie Entscheider aus dem Handel. Das ist die Zielgruppe, die natürlich sehr regen Austausch mit den anderen Teilnehmern anstrebt. Das sind Teilnehmer aus Wissenschaft und auch weiterer Praxis. Und traditionell sind natürlich bei uns auch immer die Studierenden eingeladen, die dann auch schon mal die unmittelbare Praxisluft des Handels schnuppern können. Und wie stellen Sie den systematischen Erfahrungsaustausch sicher zwischen den Unternehmen und der Hochschule? Nach welchen Kriterien suchen Sie die Unternehmen aus? Treten Sie heran an die Firmen oder kommen die Firmen auf Sie zu? Wie sind die Abläufe? Also das ist sehr bilateral. Zum Glück, muss man sagen, kommen auch sehr, sehr viele Unternehmen auf uns zu. Wir haben mittlerweile gerade im Handelsbereich, denke ich, einen ganz, ganz guten Ruf uns erarbeiten können. Und der Austausch ist sehr eng. Das heißt, wir haben wirklich strategische Partnerschaften. Einer unserer strategischen Partner, Sportcheck, sponsert traditionell das Handelsforum, aber auch andere Unternehmen wie HG Bau oder K&L sind sehr eng mit uns verbunden und wir führen hier regelmäßigen Austausch. Ich habe auch in meinem Studiengang Handelsmanagement und im Institut einen Beirat, in dem auch die Verbände etabliert sind, mit denen wir uns regelmäßig austauschen und auch mit der GfK, unser zweiter Sponsor, ist auf der Forschungsebene ein sehr enger Partner von uns. Und welche Bedingungen und Strukturen verhindern oder unterstützen innovative Konzepte im Handel? Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden? Was sehen Sie als spezielle Herausforderung? Lassen Sie mir mal die Frage andersrum beantworten. Was verhindert denn Innovationen? Innovationen werden in erster Linie in den Köpfen der Menschen verhindert. Das sind einfach verkrustete, tradierte Denkweisen, die eher der Hemmschuh für Innovationen sind. Das betrifft sowohl die Mitarbeiter, aber vielleicht auch sogar auf der Kundenebene, wo vielleicht noch Umdenkprozesse stattfinden müssen. Innovationen kann man dahingehend fördern, dass man auch im Unternehmen freie Strukturen, kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter schafft. Aber letztendlich entscheidender Parameter ist nach meinem Dafürhalten, der Mut zu unternehmerischen Entscheidungen, Innovationen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Das sind meistens die erfolgreichen. Und die letzte Frage, was wünschen Sie sich vom diesjährigen Handelsforum? Einen sehr, sehr regen, intensiven Austausch mit tollen Teilnehmern und Gästen und natürlich auch im Nachgang einen gemütlichen Ausklang bei einem sehr interessanten Networking. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.